Hallo Trio, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter mit mir, der Snorks. Ich bin der Smirk. Juhu. Und heute geht es um den Titel Stimmungskanone aus der Maze Engine Kampagne. Wie kriege ich den Titel? Auch etwas, was man leicht übersehen kann. Dazu müsst ihr in den Epilog gehen. In Thron. Den spielt ihr normal, falls ihr es nicht beim ersten Mal geschafft habt. Wobei, das ist so ein Ding, das kann man auch, ohne es zu wissen, beim ersten Mal schon geschafft haben. Ja, wenn man die Leute anklickt, die dann auch so leuchten, dann schafft man das eigentlich auch, ja. Ja, wenn man das macht, was das Spiel von einem erwartet und man nicht so hibbelig ist und alles wegklickt oder so, ja. So, da ist der König. Aber jetzt steht da, sprecht mit Brunner Battlehammer, anschließend könnt ihr gehen oder euch amüsieren. So, und das heißt einfach, nachdem ihr mit ihm gelabert habt, könnt ihr jetzt das Level verlassen und das macht ihr eben nicht, sondern ihr bleibt noch ein Momentchen da und da stehen nämlich diese Helden von Neverwinter überall rum. Ja. Und jetzt sucht ihr die in dieser Menge. Irgendwo an jedem Tisch irgendwo steht einer rum. Da ist zum Beispiel Minsk. Genau. Und dann geht man einmal so einen Uhrzeiger rum mit den Labern und dann gibt es einmal links dann gleich der Nächste. Das ist unser guter Fellwebel Nox. Der Noxi, genau. Und jeder hat dann noch einen kleinen Dialog für euch und so. Das kann man auch wirklich sich gut mal anhören und durchlesen und so. Lino Lenaral. Schätzchen. Da steht Markus. Ja. So, die haben immer. Also, das ist schön, will ich das sehr schön gemacht, weil das bringt nochmal ein bisschen Background-Story und von allen Leuten. Reggie tanzt gerade. Ist auf dem Tisch, der alte Tanzbär. So, da steht Celeste, die eigentlich so ein bisschen, ich trinke keinen Alkohol und Partymuffel. Ja, aber daneben haben wir denn nicht Celeste, hattest du schon, Zuna daneben, die ist eher so Party on, Dudes, her mit dem Rum. So, und der Letzte, der steht gleich neben dem Thron von dem Bruno, nämlich der Brunos Kumpel Drist. Das ist der Letzte in der Runde. Und wenn man den jetzt einmal angeklickt hat, dann gibt's dann den Titel Stimmungskanone. Und das war der letzte Titel. Genau, also nicht gleich abhauen, sondern mit all den Leuten reden. Ja. Das war's auch schon. Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.